Hallo und herzlich willkommen zurück bei YouTubers Live und meinem Leben auf YouTube. Ja, an der Ausgangslage hat sich jetzt zur letzten Folge logischerweise nichts geändert. Das Ziel ist es immer noch über 200 Dollar zu kommen, damit wir irgendwas Schickes, ja, für unseren Schreibtisch kaufen können. Und natürlich eine gute Note noch einsacken, damit Mami glücklich ist und auch wir glücklich sind, damit es nämlich Kohle gibt. So, und da der Rechner momentan noch wieder ultra langsam da seine Arbeit macht, gehe ich mal wieder mitten in der Nacht in die Schule. Ja, Schichtschule ist das. So, und jetzt bin ich sogar nicht mal ausgelastet. Jetzt stehe ich hier rum und warte, bis das Video endlich raus ist. Jetzt ist es raus. Und hänge nämlich direkt ein neues dran. Nein, das Canadian Chainsaw interessiert mich nicht. Weiter hier den Hype nutzend League of Giants. Ich habe mich ein bisschen mit ihr ausgetauscht und jetzt können wir auch loslegen. Mit den üblichen Dingen der Begrüßung in winkender Form. Einem lustigen Kommentar. Einem sinnlosen Kommentar. Und noch ein sinnloser Kommentar. Na, das war jetzt aber echt ein Weltklasse-Video voller sinnloser Kommentare. Ja, da kommt bestimmt Freude auf bei den Zuschauern. So, und da sehen wir doch gleich, das passt ja überhaupt nicht. Das passt auch nicht. Das ist dasselbe in grün. Das passt einfach nicht, weil wir keine Obernupsis haben, um mal den Fachbegriff dafür zu verwenden. Dann muss das jetzt so gehen. Ist mir auch egal, dann ist es halt mal kein Meisterwerk. Und nein, ich möchte keine neue Leitung beim Mobifone. Stattdessen schaue ich mal wieder, wie es schultechnisch aussieht. Ah, wir kommen doch endlich mal wohin, wo wir doch was anfangen können, nämlich zur, ja, grünen, hellgrünen Fläche und dann kriegen wir eine gute Note. Aber wenn das so weitergeht, dann habe ich meine 200 Dollar sogar schon vor der Arbeit. Das wäre natürlich auch cool. Und apropos Arbeit, ich gehe doch direkt nochmal studieren. Ich bin jetzt gerade so im Studierfieber. Ist auch eine tolle Theorie, oder? Wenn die Internetleitung langsam ist, dann schaffen die Kinder mehr in der Schule. Sollten sich die Eltern mal merken. Oh, ich nehme nur noch 15 Dollar ein mit diesem Spiel hier. Das ist natürlich ein bisschen sehr eng. Ich bin dein Nachbar. Darf ich mir ein paar Spiele ausleihen? Nein. Okay, verliere ich mal 5% Abonnenten, aber ich habe ja schon 7000. Ha! Hab das doch gar nicht nötig. So, ich verkaufe jetzt aber mal hier diese anderen Spiele. Die sind sowieso jetzt schon alt und ja, ohnehin nicht so gut bewertet. Oh, und der Hype hier für League of Giants, der lässt jetzt auch spürbar nach. Und jetzt habe ich tatsächlich über 200 Piepen. Das ist cool, aber ich muss an der Zukunft arbeiten. Und das bedeutet, wir gucken mal im Shop, was Amazing On für uns denn zu bieten hat. Heute ist der 28. Januar. Das neueste Spiel hier ist Counter-Strike. Schön gewalttätig, das spielen wir auch. So. So, Aufgabe abgeschlossen, kaufe ein Spiel. Sehr schön. Nächste Aufgabe ist, geh in die Schule. Boah. Ja, erstmal essen, würde ich sagen.
und ich verliere Abonnenten, weil sie sich mein League of Giants Video angucken. Das muss ja echt übel geworden sein. Nein, hört doch mal auf mit eurem scheiß Telefonmarketing. So, Counter-Strike. Oh, der Hype ist zwar nicht so gut, aber egal. Es wird einfach gespielt. So, dann legen wir mal los. Neues Spiel, lustige Begrüßung. Ah, Herr Rechner, guten Tag. Gehen Sie auch mal wieder kaputt. Sehr schön. Du verlierst Abonnenten, du solltest mehr aufnehmen. Hallo? Kann einen Künstler nicht drängen. Und schon gar nicht, wenn der PC ständig kaputt geht. Also da wird es echt mal an der Zeit, dass da mal Abhilfe geschaffen wird. Das geht mir auf den Senkel. Dass immer dieses Gerät da abkackt, also. Ah, wieder Rekorde überall. Neue Level. Herrlich. So, dann rufen wir doch nochmal den Reparatur-Hannes da an. Und da kommt er auch schon. Komisch, man kann nicht chatten und nichts machen mit dem Rechner, wenn er gerade hochlädt und rendert. Aber reparieren, das geht einwandfrei. Ja. Na gut, während der da so zugange ist, legen wir uns mal hin. Denn heute ist die große Prüfung. 31. Januar, wir sind perfekt vorbereitet. 12-mal gelernt. Aber heute kann ich sowieso nicht viel machen, glaube ich. Das Video lädt noch hoch. Ich könnte sogar noch mal in die Schule gehen. Aber das macht, glaube ich, jetzt keinen Sinn vor der Arbeit. Wann ist die eigentlich? Um wie viel Uhr? Ah, jetzt ist sie. Wie nur eine 2? So. Naja, Mama ist glücklich. Immerhin 25 Dollar. Naja. So, und gleichzeitig habe ich jetzt auch hier die Info bekommen, dass es bald die Game World ist, die große Spiele-Convention. Und da soll ich hin. Beziehungsweise, ich hole mir einfach ein Ticket für 100 Dollar. Das heißt, jetzt können wir auch hingehen. Ich werde teilnehmen und da wartet schon wieder die nächste Prüfung auf mich. Das ganze Leben ist einfach immer nur eine Prüfung. Oh, ich habe sogar eine neue. Ach ja, genau, jetzt kann ich auch Vlogs machen. Das ist bestimmt auch super spannend. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Gute Noten, das haben wir auch bestanden. Und wir haben ein neues Ziel, gehe auf die Convention. Das habe ich schon so gut wie im Sack, denn ja, ich habe mich ja angemeldet. Trotzdem gehen wir Mama glücklich machen und mal hier diese eine Aufgabe noch abschließen. Also nochmal auf in die Schule und dann geht's aber mal hier ans Eingemachte. Denn obwohl ich mir jetzt diese, ja, teure Eintrittskarte geholt habe, will ich unbedingt. Ja, ist ja gut. Ich mag, was ich sage. Was ist das denn? Lade ein Vlog hoch. Dafür müsste ich erstmal einen machen können. Das geht aber hier nicht. Das geht nur draußen. Und ich habe schon wieder Hunger. Meine Güte. Es ist aber auch hier ein Geschlafe und Gefresse sondergleichen. Ich möchte jetzt endlich was kaufen. Ich bin zwar nicht mehr über 200 Dollar, aber ich gehe mal davon aus, dass ich da wieder hinkomme. Mutig, wie ich bin. Level 6. Das heißt, wir haben noch mehr Ausdauer. Das ist wunderbar. Und dann gehen wir mal direkt in den Aufrüstungsladen. Rüstungsindustrie sozusagen. Ich weiß nicht, warum ein Gehäuse alles besser machen sollte, aber es hat zwei Sternchen.
So, ach, da ist die CPU mit drin. Okay. Kostet aber 250, können wir vergessen. Hier eine Tastatur von Takens. Für 16 Dollar, die können wir nehmen. Monitor, 150. Ist mir zu teuer. Hier noch eine Maus von Takens. 28. Und vielleicht noch hier die Takens Pro HD Cam. Ach, die nehme ich doch direkt auch. Komm. 58 Dollar. Also jetzt ist aber auch gut hier mit dem Kaufrausch. Wie ein Selfie machen. Was? Ich hab sie doch noch gar nicht. So, da kommen auch meine Pakete. Da ist die Tastatur. Einfach so drüber gelegt. Toll. Und das nächste. Und tada! Die Maus. Schwupp. Und da ist die tolle Webcam. Was ein Riesengerät. Und dann machen wir jetzt direkt noch so ein Gaming-Video von Counter-Strike. Und jetzt müssten wir auch hier die neuen Sachen auswählen können. Genau, die Webcam. Mit niedriger Auflösung, besser als keine. Mikrofon ohne Filter in Mono, das bleibt so. Und jetzt haben wir 11 Renderpunkte, das ist gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Denn jetzt kann ich mehr nachbearbeiten und dann werden die Videos auch gleichzeitig besser. Werden wir jetzt gleich sehen, wenn das erste Video durch ist. Allerdings wird das jetzt auch wieder länger. Ich frage mich ja, wie lang die Videos dann später werden. Ich finde das jetzt schon sehr lang mit immer fünf Bildschirmen hier. Also fünf Episoden sozusagen. Es ist schon viel rumgeklicke. Dann friemeln wir das mal zusammen. Mal gucken, ob es diesmal besser passt. Naja, so halbwegs. Nehmen wir ein bisschen hiervon und nehmen noch den Titel. 20 Stunden dauert das. Eieieiei. Oh, Mutter schimpft bestimmt. Ja, ich wusste nicht. Ist ja gut. Was heißt denn hier diese Woche? Nö, nö, na, egal. Dann gehe ich halt jetzt in die Schule. Das olle Video rendert ja sowieso immer noch. Und auch wenn das überhaupt gar keinen Sinn macht, gehe ich einfach direkt nochmal. Ja, was soll's, ich gehe ja gerne in die Schule. Schule ist schön. Und das Video lädt immer noch hoch, da können wir was essen. Mal gucken, wie sieht es denn schultechnisch jetzt so aus? Gelber Bereich, okay. Ja, ich denke mal, so eine Prüfung nehmen wir noch mit. Und dann können wir bestimmt auch umziehen. Denn auf Dauer nervt das so ein bisschen mit der Schule. Aber direkt ein neues Video machen. Mit fast voller Punktzahl, da sollte doch was Gutes bei rumkommen. Ja, Konfiguration ist richtig. Und jetzt geht's aber mal ran hier. Und hoffentlich sprudelt dann auch das Geld so wieder in die Kasse. Ich will mir noch mehr kaufen. Ich will mal kaufen. Ganz viel.
wieder unser gigantisches Puzzle. Du kommst sowieso immer an den Schluss und das passt doch schon wieder nicht. Ach Mann. Aber wenigstens so ein bisschen passt's. Ich könnte wenigstens die hier austauschen, dann passt es ein bisschen mehr. Und dann noch Renderpunkte. Grün habe ich jetzt schon ganz viel. Dann nehme ich mal davon und hiervon. Und dann dauert das jetzt wieder ein halbes Jahr, bis es hochgeladen ist. So lang soll aber diese Folge nicht mehr werden, denn wir sind schon wieder am Ende angelangt. Warten jetzt noch ab hier, was die Bewertung sagt. Und die ist natürlich wieder super. Rekord, Rekord, Rekord. Alles rekordverdächtig. Und auch hier laufen jetzt schon $28 rein. Ich bin glücklich und ja, ich denke mal, nächste Folge gehen wir dann auf die Games World, oder? Am 10. Februar. Ja, das haut hin. Also, wir sehen uns dann auf der Games World am 10. Februar. Ich sage Tschüss, macht's gut und ja, bis nächstes Mal.